hier war die langweiligste Folge ever. Und darum versuchen wir auch Gabby und Marco eine Liebesgeschichte anzudichten. So mit Comic-Armor, der Pfeile schießt und so. Typisch im RTL-Stil eben. Ja, also mein neues Lieblingspärchen ist ja ein ganz anderes. Ach ja? Ja, unsere grenzdebile Larissa und der Glatzenpeter Winfried. Aber der ist doch so bodenständig, ehrlich und... Na, wart's mal ab. Sie sehen die Wirrungen des Winfrieds. Ihr müsst 5 Minuten bis zum Hals mit Sand bedeckt in diesen Zeitgläsern verbringen. Dazu kommen jede Minute ein paar Krabbeltiere, die in euren ekligen Fressen rumkriechen. Nun hör dazu, Larissa. Ja, ist ja gut. Vertragt euch. Und los geht's. Larissa, nicht ausrasten, okay? Geht's dir gut? Ja, alles super. Und bei dir, Winfried, alles in Ordnung? Hoch auf den Gelb. Und geschafft. 10 Sterne für euch. Klasse. Komm, knutschi, knutschi. Larissa, lass uns zusammen Body machen. Was wird das? Glatzeders Interpretation der Rolle, die Larissa seit Beginn der Show versucht zu spielen? Manometer, der komische Moment, wenn RTL eine Reality-Show machen will, in der aber mehr Leute Schauspieler als in den geskripteten Formaten, die man im Nachmittagsprogramm zeigt.